Ja. Markus? Ich wollte dich noch mal erinnern, 5 Tagen bist du mit deinem Türchen dran. Na, beim Adventskalender. Jana, wenn ich dich nicht hätte, ich muss sofort zu Ronald. Ronald, ich brauche ganz dringend Musik für mein 16. Türchen. Sag mal, was hast du mit deiner Brille gemacht? Resonanzkatastrophe, anderes Thema. Was willst du? Pass auf, muss schnell gehen. Ich brauche Musik, die den Bogen ins Barock schlägt, die außergewöhnlich ist und doch populär und die vor allem zu Herzen geht. Lass dir was einfallen. Ich versuch's. Ich schau erst mal, was wir im Archiv so haben. Ach, prima. Ich komm nochmal. Tschüss. Hallo Frau Becker, ich brauche dringend eine Extraprobe für den 16. Für den 16.? Oh, wir sind so eng mit den Diensten. Das muss möglich sein. Sie haben schon ganz anders möglich gemacht. Ich schaue, was ich kann. Telefon für den GMD. Danke. Ja, hallo? Ah, Ronald. Du hast was gefunden. Boah, das ging aber schnell. Im Archiv? Hervorragend. Ich komme. Super. Danke, die Damen. Voilà. Danke. Oh. Ronald, das ist ja wunderbar. Nicht mehr ganz taufrisch, aber gut eingerichtet. Super. Jürgen, ist Ihnen Rechnen alles geklärt? Alles in Ordnung. Es hat etwas Verhandlungsgeschick erfordert, aber jetzt ist alles gut. Herr Müller, für dich der Verwaltungsdirektor. Lutz? Ja, das ist für 16. Türchen. Was es extra kostet? Du, ich erkläre das lieber selber. Ich komme mal runter zu dir. Ja, bis gleich. Ronald, danke. Tschüss. Tschüss. Lutz, ich gebe zu, ich habe es nicht im Budget kalkuliert, aber einmal im Jahr können wir uns doch sowas leisten. Das sind natürlich Sonderinstrumente dabei. Ich hoffe, die Musiker übernehmen das einfach so. Jetzt lass mal. Ich rede nachher mit dem Orchestervorstand. Viel wichtiger als mir ist geklärt, wer am ersten Pult sitzt. Nicht, dass es dahinter wieder Scherereien gibt. Die Sitzordnung. Lutz, ich muss sofort zu Manfred Kersten. Danke. Herr Kersten, haben Sie schon einen Plan gezeichnet? Lassen Sie mal sehen. Das sind aber höchstens 2,50 Meter Abstand zwischen den einzelnen Musikern. Das sind alles Blasinstrumente, wir brauchen Abstände. Lass uns doch die am Rande zur Seite nehmen und dann Mitte nach hinten. Dann müsste es eigentlich mit Abständen passen, auch ohne Plexiglas-Trennscheiben. Was meinen Sie? Können Sie nochmal einen neuen Plan zeichnen? Mache ich, Chef. Ja, danke. Tschüss. Dass ich Sie treffe. Übrigens, der Orchestervorstand, der hat zugestimmt. Toll! Und die Werbung, die läuft. Werbung? Ich muss zu Franziska Blech, ich kümmere mich. Franziska, hallo. Ah, ihr habt schon gut. Na klar, alles vorbereitet. Gut. Zeig mir her. Ja, nimm doch das, das ist gut. Okay, okay, dann wäre noch Text. Guckst du nochmal drüber? Ja. Schön, aber zweimal gegenlesen. Nicht, dass ihr Philharmonie mit F schreibt oder so. Okay. Fotografin ist bestellt. An weihnachtlichen Schmuck irgendwas gewünscht? Braucht es da irgendwas? Oh, Schmuck. Ich muss in die Requisite. Oh, danke. Tschüss. Hey, Mike, hast du was Schönes gefunden? Oh, das sieht ja voll nach Plastik aus oder passt auch nicht in die Jahreszeit. Ich hätte noch einen Papageienkäfig, der sieht super cool aus. Soll das ein Witz sein? Besorgt doch ein paar schöne Weihnachtssterne. Muss ich mal gucken, was das Budget sagt, aber es geht bestimmt. Ah, nehmt weiße und rote, das sind die einheitlichen Farben. Das machen wir. Super. Ihr seid soweit, prima. Also ich weiß nicht, mir scheint es viel dunkler als sonst. Sind das wirklich 100%?
Das sind 100%, wie immer, Chef. Das ist so kompliziert. Ich brauche optimales Licht für meine Musiker. Gib uns 120, mindestens. Stellwerk, die Gruppe 7 bitte auf 120%. Besser so? Siehst du, so geht das. Warum nicht gleich so? Danke. Markus Frank bitte zur Bühne. Markus Frank bitte dringend zur Bühne.